Mischpoke, auch Mischpoche oder Muschpoke, ist ein auf das Hebräische zurückgehender Jiddismus in der Bedeutung Familie, Gesellschaft, Sippschaft, teilweise auch abwertend gemeint. Hallo Menschen, heute möchte ich Mischpoke von Marcia Zuckermann rezensieren. Das fragte ich bei der Frankfurter Verlagsanstalt an und bekam es freundlicherweise zugeschickt. Vielen Dank dafür nochmal. Hier erfahren wir, ausgehend von 1902, die Geschichte einer jüdischen Familie im 20. Jahrhundert, ausgehend von Westpreußen, wobei sich die Nachkommen dann auch in alle Winde so ein bisschen verstreuen. Unser Ausgangsehepaar, sage ich mal, ist mit 7 Töchtern gestraft, könnte man fast sagen. Die werden im Dorf zum Beispiel auch die 7 biblischen Plagen genannt und es gibt eben keinen männlichen Stammhalter, was damals noch ein bisschen gravierender einfach war. Ich glaube, die Mutter hat sogar 15 Kinder zur Welt gebracht und alle Männchen sind eben gestorben. Ich glaube, ein paar der Mädchen auch und aktuell sind wir eben mit diesen 7 ausgestattet, die uns bis zum Ende des Buches halt teilweise begleiten. Verglichen zu meiner sonstigen Lektüre so, und wenn man nochmal extra betrachtet, dass das die Geschichte einer jüdischen Familie im 20. Jahrhundert ist, ist dieses Buch erstaunlich locker erzählt und ich war überrascht, wie gut mir das gefiel. Es gibt dafür so viele Beispiele. Einmal geht es jemandem zum Beispiel schlecht, sie muss sich immer wieder übergeben und die Leute denken schon, sie sei schwanger, bis der Arzt sie dann eben diagnostiziert, dass es nur, sag ich mal, die Gelbsucht ist und ihr Kommentar ist, besser als schwanger im Krieg, seufzte Hella erleichtert. Und das war alles. Also während in einem anderen Buch vermutlich irgendwie die Krankheitsgeschichte noch ein bisschen ausgelatscht würde, ist es hier der einzige Kommentar, der dazu kommt. Und ein ähnliches Beispiel ist, als jemand mal unehelich eben ein Kind bekommt, was in anderen Büchern manchmal schon der Anfang vom Ende ist. Und ihr Kommentar dazu ist ungefähr, naja, Pech gehabt, bin ich ja selber schuld und weiter geht's. Und das ist so eine gewisse amüsante Grundstimmung, von der ich quasi überrascht war, wie gut sie mir gefiel, aber es passt einfach perfekt zu diesem Buch. Natürlich gibt es auch Schicksalsschläge und es geht inhaltlich mal ernst dazu, aber selbst da habe ich das Gefühl, dass es eher so ins Tragikomische eben tendiert. Also es ist halt selten jetzt irgendwie voller Elend. Ich möchte euch auch dafür ein Beispiel vorlesen. Und zwar geht es da um eine der Töchter, die sich auch immer mal ein bisschen was zusammengesponnen hat. Wenn andere sehr viel Aufmerksamkeit bekamen, dann hatte sie immer Schwächeanfälle und ihr ging es so furchtbar und jemand musste sich um sie kümmern und so hat sie das eigentlich ihr ganzes Leben lang gemacht, dass auch immer mal was gesagt hat, sich vielleicht auch mehr Elend zugeschrieben hat, als wirklich da ist und dann steht hier. Auf Marthas Seelenleben hatte die zunehmende Verrücktheit der Welt eine seltsam heilende Wirkung. Verblüfft stellte Martha fest, dass die Realität selbst ihre grausesten Fantasien übertraf. Irgendwie fand sie das beschämend. Es verdarb ihr den Wetteifer ums Abstruse. Und je verrückter sich die Welt um Martha herum wandelte, desto normaler wurde Martha. Man konnte sagen, Marthas Wahn kapitulierte vor dem Irrsinn des Realen. So wurde sie vernünftig, ja sogar übervernünftig. Selbst ihre absonderliche Ehe schien einen günstigen Einfluss auf Martha zu haben. Gesundheitlich ging es ihr seit der Wirtschaftskrise glänzend. Doch zu ihren Lügengeschichten war sie nicht mehr so recht aufgelegt. Ihre Gespinste verblassten vor der Wirklichkeit. Sie machten in diesen verrückten Zeiten keinen Eindruck mehr. Und ich finde das so schön formuliert, wie halt das Absurde vor der Wirklichkeit quasi kapituliert. Richtig ernst wird der Ton eigentlich nur während des Zweiten Weltkrieges, was ich auch ganz gut und angemessen fand. Um mich ein Beispiel zu nennen, jemand landet halt hier im Buchenwald und es gibt dann eigentlich danach, als es so ein bisschen geschafft ist, den Ausdruck, eine leise Melancholie wehte ihn an. Auch das Gefühl des Triumphs und der übermächtigen Freude blieb aus. Es gab keine Helden mehr. Es gab nur eine große Müdigkeit und Traurigkeit. Aber selbst hier muss man sagen, dass schon allein so ein bisschen durch diese Berliner Schnauze der Ton immer noch eine gewisse Lockerheit behält. Also es ist auch hier im KZ-Alltag, ja, schnauzen die sich halt so ein bisschen an. Und auch da muss ich mal kurz sagen, nach dem Buch habe ich halt doch nochmal Buchenwald gegoogelt, weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, wie das halt so mit diesem Aufstand quasi im Lager war, wie weit die schon waren, als die Amis kamen und so weiter und so fort. Und auf der Wiki-Seite gibt es halt so 4, 5 Bilder, die halt mal wieder absolut erschütternd waren. Und muss halt zugeben, dass die 10-mal erschütternder waren als die Beschreibung in diesem Buch. Und jetzt ist es vermutlich absolut nicht das Hauptziel oder überhaupt nur ein Ziel des Buches gewesen, jetzt die Grauen von Buchenwald unbedingt wiederzugeben. Es ist ja auch nur eine Episode, eine kleine Episode, eines der Nachkommen quasi. Aber da habe ich mich halt doch mal wieder so gefragt, also dieses Grauen kam halt für mich mal wieder nicht so richtig raus. Schon allein 4 Fotos haben mich tiefer erschüttert als die Erzählung hier. Und
Im Buch klang das für mich manchmal so ein bisschen, auch durch diesen lockeren Ton dann, nach, ja, na klar war es schlimm, aber irgendwie ging es schon. Also da bin ich immer so ein bisschen hingerissen, aber das war nur so eine Kleinigkeit. Also die imaginieren sich ja dann zum Beispiel auch so Essen, Festtags, Braten, und das war kein Vergleich zum Beispiel zur Atemschaukel von Hertha Müller, um diesen einen Aspekt jetzt mal anzugehen, damit ihr wisst, wie der Ton halt ist bzw. nicht ist. Der Großteil dieser Familiengeschichte wird chronologisch wiedergegeben. Wir haben aber auch eine, ich sage jetzt mal, Rahmenhandlung mit einer Ich-Erzählung, die aber jetzt nicht nur am Anfang und am Ende steht, sondern auch zwischendurch immer mal ein bisschen aufploppt. Ich persönlich mochte die nicht ganz so, weil ich sie erstens ein bisschen unnötig fand, muss ich sagen, in dem Sinne, dass ich so das Problem, was sich da vielleicht ein bisschen auftut, dann so mir nichts, dir nichts löst. Und zweitens finde ich das immer ein bisschen fragwürdig, warum man für Familiengeschichten einen Ich-Erzähler wählt, weil der natürlich so diese ganzen Details und Gedanken vor 100 Jahren, die er ja wiedergibt, oder in dem Fall sie, gar nicht kennen kann. Und ich frage mich immer, warum wählt man denn dann die Ich-Erzählerin, wenn man vielleicht auch einfach den Auctorialen wählen könnte oder etwas anderes eben. Also das ist nur so eine Kleinigkeit, die ich mich bei verschiedenen Familiengeschichten frage. So halt eine Unlogigkeit, weil ja dann so behaupten, ja, meine Großtante machte das und das, was sie ja gar nicht wissen. Aber ja, nur am Rande nochmal erwähnt. Im Großen und Ganzen war ich überrascht, wie gut mir das gefiel, trotz des lockeren Tons. Es ist zwischendurch auch immer mal wieder mit ein paar schönen Bildern, schönen Ausdrücken gespickt. Auch dafür noch ein Beispiel. Ansonsten regierte der Mangel an allem. Selbst die Sonne sah aus, als hätte sie ihre Nächte im Zuchthaus verbracht. Lustlos machte sie Dienst nach Vorschrift, ohne dabei Helligkeit und Wärme zu spenden. Das finde ich eigentlich einen ganz schönen Ausdruck und ich kann es euch tatsächlich empfehlen. Es ist so eine schöne, lockere Familiengeschichte, die trotzdem halt immer noch ernste Momente dabei hat, aber ohne dass die Leute da immer furchtbar verzweifeln und in Elend versinken, und das gefiel mir unglaublich gut. Ich weiß, dass Caro es schon las und auch liebte, ich glaube schon ein Jahreshighlight und dergleichen. Könnte bei mir zumindest auch so in den Top 10 auf jeden Fall sein. Ich mochte es und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal.